So. Oh, wie süß. Ein kleiner Braunbär. Wie süß. 20 Erfahrungspunkte. Die Höhle ist aber Die Höhle ist aber ziemlich groß. Mit einer einzigen Tür. Und wenn die Karte so stimmt, dann wird das so rumgehen wahrscheinlich. Mal gucken, was uns erwartet. Das ist die Gummibärenhöhle. Wir töten gerade erstmal die gesamte Gummibärenfamilie. Schreckensbär. Hey, extrem schwierig. Bye. Nein, zaubern. Packen wir erstmal wieder unsere gesamte Zauberschaft aus. Quicksaven, damit es auch schön aussieht. Und weiter geht's. Ja, noch ein Popelbärchen dazu. Lino, schaffst du das oder? Nein, Lino schafft es auf keinen Fall. Lino? Okay. Das ist nicht nur ein Schreckensbär, das ist ein uraltes Riesenmonsterbärchen. Komm, schaffen wir den noch? Den schaffen wir noch. Komm, schieß, schieß. Du hast Hasszauber. Ja, und weg. Au! Heilige Scheiße, 26 Schadenspunkte. Ich glaube, da muss ich Wolfi mal wieder zur Hilfe rufen. Ja, komm mit. So, kurz ausruhen. Wir wollen ja komplett regeneriert in den nächsten Kampf starten. Aber genau, wir fragen gleich nochmal Neurik hier, was eigentlich abgeht mit den Werwölfen. Wo wir gerade schon mal bei ihm sind. Haben wir auch genug Platz im Inventar? Nö, aber ich kann ein paar Sachen verkaufen. Mein Bruder, ihr seid zurück! Mehr Erfolg gehabt und so weiter! Werbeversprechen. Ich habe Fortschritte bei der Suche nach den Burschen gemacht. Und ich habe Bran gefunden. Kypriesen seid ihr! Ihr habt euch wahrlich tapfer geschlagen! Wir stehen alle tief in eurer Schuld! Ein Leben wurde gerettet und eine Bedrohung abgewandt. Das Schicksal aller Burschen ist nun geklärt. Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass der Frieden zumindest zum Teil zurückgekehrt ist. Euer Heldenmut war unsere Rettung, Bruder. Nehmt diese Belohnung und meinen Dank. Sehr cool. Aber nur 74 EP, ist ein bisschen wenig. Wenn nur alles schon vorüber wäre. Fürst Karathis Schicksal ist ungewiss. Ebenso wie das des Schwarzen Wolfes. Eure Aufgabe, Bruder, lautet immer noch, sie beide zu finden. Natürlich erhaltet ihr wieder eine Belohnung, wenn ihr erfolgreich seid. So viel steht fest. Nun gut, ihr braucht meine Hilfe, Bruder. Ich stehe zur Verfügung und so weiter. Ja, ich habe ihn nicht gefunden. Toll, was ist, das ist eine tolle Quest-Antwort. Ich möchte was kaufen. Wir verscherbeln nämlich kurz. Der Schutzumhang kann ja weg, ne? Ja, das ist Rüstungsbonus, der bringt mir nicht viel. Der Stab, oh, 4000, sehr nice. Und wo ist die Schleuder gelandet? Schleuder, Schleuder, da. Oh, nochmal 2000 für so einen Lumpenstoff, ey. Gar nicht mal so schlecht. Sehr gut, das kann weg, die ganzen Quarzkristalle hätte ich überhaupt nicht mal einsammeln brauchen, weil die ja gerade mal ein Goldstück geben. Verschwendung, oh, Heilertasche plus 10, oh, bringt Geld. Ich brauche die Heilertaschen eh nur, um ein paar Krankheiten loszuwerden im Notfall. Meistens ist der Notfall ja überhaupt nicht vorhanden. So, erstens Wolfi holen, zweitens den Hasszauber auspacken. Aber diesmal bin ich wirklich übervorsichtig. Ich nehme Lino gleich mit in die Hasszauberriege auf. Bardenlied dazu. Quicksave. Und hinein ins Getümmel. Und sofort den Pausemodus Ich wollte Pausemodus machen, aber nein, es verlässt mich nicht. Ja, so ist schön. Ja, so ist das schön. Keine Chance hat dieses Riesenbaby. Wie konnte mich das Ding eben so heftig verdreschen? Guck mal, wie wenig Schaden Lino gerade nimmt. Ah, kann ich Wolfi jetzt auch wegschicken? Ja, ne? Genau, perfekt. Ich brauche mir ja jetzt nicht noch mehr EP wegnehmen lassen, in Anführungszeichen. Ich hoffe zumindest, dass hier nicht noch mehr von diesen Bären in den engen Gängen rumlaufen. Denn hinter dieser Tür kann kein großer Weg sein. Ja, seht ihr, ich hatte recht. Hier können vielleicht schon wieder solche kleinen Bärchis sein, so Braunbärchi und Saftbärchi und Tigerbärchi. Genau, Tigerentenbärchi. Das wird doch mal. Was? Ein Mephiten haben wir hier drin, okay. Eine
Hexenmeisterhöhle, die von Bären bewacht wurde? Komische Kombination. Oh, eine Truhe. Ich wollte gerade sagen, das sieht so sehr nach Falle aus, das muss eine Falle sein. Oh, noch mehr Pharaizgold, also davon finde ich in Masse in letzter Zeit. Aber nein, es war keine Falle. Dafür haben wir einen Haufen Mephite, die mir überhaupt nichts können mit ihrer Scheißmagie. Okay, sie können mir verdammt wenig, sagen wir es mal so. Oh, da war sogar ein Quasit dabei. Oder war das ein Eigenname? Da, Quasit. Sehr feige äußerst verschlagen. Ne, also die kommen wahrscheinlich von Quarz. Quasit oder sowas in der Richtung. Soll mich nicht stören. Ja. Anachron, möchtest du bitte Gegner angreifen? Dankeschön. Oh, das ist so eine scheiß Giftwolke, verdammt. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Bitte beweg dich schneller. Und da ist der nächste Mephit gleich auf der Seite. Toll. Aber wir sind wieder kampfbereit. Das Einzige, was die Mephiten mir anhaben können, ist Nahkampfschaden. Und der ist gar nicht so hoch. Eben gerade 4, ich glaube davor 2. Ja, und Arkan-Zaubersprüche, okay. Aber die widerstehe ich sogar teilweise inzwischen. Komm, Wasser-Mephit, von hinten kannst du mich am Arsch lecken. Nein, vergiss das. Der macht diesen Scheiß-Zauber also. Stirb, du Mistgeburt. Wie ihr auch ausseht. Ihr seht hässlich aus. Trägt der einen Helm? Oder ist das eine Frisur? Na toll, jetzt sehe ich es nicht mehr. Na gut, hat sich nur ein bisschen hingezogen, der Kampf. Leno, sogar ich krieg diese Truhe auf. Mach bitte deinen Job. Dankeschön. Liegt wohl in der Giftwolke. Soll ich mich nochmal ausruhen? Nö, noch nicht. Noch nicht. Massenhass. Massenhass ist ein schöner Zauber. Ich glaube, den kann unser Bade auch auf der höchsten Stufe erlernen, dass die gesamte Gruppe, mit der wir unterwegs sind, vom Hasszauber betroffen wird. Ist sehr mächtig. Es ist nur ein bisschen schade, dass der Bade im Vergleich zu anderen Zauberklassen auf der höchsten Stufe wenig besonders aggressive Zauber lernt, muss ich jetzt so sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Bade auf der höchsten 8. Zauberstufe, glaube ich, nur einen einzigen Angriffszauber. Und der Rest sind halt so Buffs und ich rufe noch ein Stufe 10 Tierchen herbei oder irgendwie sowas. Und ja, in dem Fall mag ich Magier und Hexenmeister dann doch schon mehr so, was haben die, Giftwolke und Feuersturm und Wand und sonst irgendwelche Geschichten. Das macht immer Laune, durch die Gegend zu zaubern. Wer mag es nicht, mit Feuerbällen auf seinen Gegner zu schmeißen, mal ganz ehrlich? Ein Brunnen. Okay. Mit einem Brunnen hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hier in der Pampa. Obwohl, Wasser drumherum. Eine Daseinsberechtigung hat er schon mal. Den Punkt gebe ich ihm. Ihr bemerkt etwas, dass wie ein Durchgang unter dem Wasser aussieht. Wenn ihr euren Atem lang genug anhalten könnt, könnt ihr vielleicht auf die andere Seite schwimmen. Wollt ihr es versuchen? Waren wir schon überall? Ich glaube, in dem Raum, da waren wir noch nicht, ne? Naja, komm, wir gehen einfach mal drauf los. Ja, ihr taucht in das Becken, allerdings geht euch die Luft aus, bevor ihr den Durchgang erreicht. Nee. Puh. Okay, ist das ein Rollteil, oder? Ja, wahrscheinlich ist es ein Konstitutionswurf. Obwohl, da habe ich 15. Und ich habe, glaube ich, keine Zauber, die ich dafür benutzen kann, ne? Bringt mein Badenlied vielleicht irgendwas in der Richtung? Nö. Keine Ahnung, was das hier ist. Vielleicht gucke ich es nachher immer online im Internet nach. Oder ihr schreibt es mir, wenn ihr schneller seid in dem Fall. Aber meine Vermutung ist, das ist so eine Konstitutionsgeschichte von wegen, wenn du nicht genug Konstitution hast, hast du nicht genug Luft in der Lunge, um da durchzukommen. So wie bei dem einen Trinkspiel, was wir in der Taverne hatten, von wegen, wenn du nicht genug Konstitution hast, dann verträgst du das Bier nicht und du kannst dich nicht mit dem einen Typen um die Wette trinken. Macht Sinn, aber ich hoffe, das ist jetzt keine spielentscheidende Passage oder sowas. Wo geht's denn hier lang? Ein Mephit mehr zum Töten. Bums, Crit, sehr schön. Wann ist Level?
Okay, eine Falle. Nein, nein! Ich drück F5 als Quicksave-Taste. So ein scheiß Reflex von mir, ey. Lino, bist du sicher, dass du hier nicht durchkommst? Okay, Stachelfalle ist in Ordnung. Und eine Leiche. Gucken wir uns doch die Leiche mal an. Moment, da steht's besser. Ich war Glavius, der das große Schicksal von Maegal erfüllen wollte. Ich stolperte und brach mir den Knöchel. Ja. Wessen Schicksal auch immer du erfüllen wolltest, dieser Maegal, aber du kannst mir nicht erzählen, dass das ein sehr heldenhafter Tod ist. Ah, hier, ein Ausdauertrank. Der könnte helfen. Zutaten, Gesundheit, Ausdauer des Trinkenden, kann hinten den Schaden heilen. Das testen wir doch gleich mal mit dem Quicksave, würde ich sagen. Abhandlung über vergessene Helden. Was ist das denn Schönes? Lesen wir das doch mal. Und das... Ach, kann ich nicht zumachen, egal. Dieses Buch steckt voller Geschichten über die Heldentaten der Vergangenheit. Ein Abschnitt ist besonders hervorgehoben. Der Miralles-Clan unter der Führung des großen Kämpfers Maegal hat mutig dem Tode getrotzt, um ihr Gebiet vom schwarzen Leichnam und seinen Vasallen zu befreien. Klingt nach einem Kampf gegen eine Untotenarmee oder sowas, schwarzer Leichnam. Naja, es könnte auch ein Clan sein, aber ich bezweifle es einfach mal. Vielleicht so ein Mönchsklan oder sowas. Aber hey, die Ausdauertränke könnten genau das sein, was ich eben gesucht habe. Testen wir es doch einfach mal. Quick Save. Einmal so einen Ausdauertrank hinein. Kommen wir auf 18. Versuchen wir es mal. Ah, hier. Ihr schafft es bis auf die andere Seite. Sehr cool. Und da ist eine Tür. Mit einer Statue. Gucken wir die Statue doch mal an. Toll, da ist Geld drin. Hui! Noch ein Quicksave und Tür. Langweilige Tür. Kommt Lino hier nicht rein? Wegen der Atemgeschichte? Das wäre scheiße. Naja, was haben wir denn hier? Herunterhängende Kette. Was macht die? Recht verzierte Kette verschwindet hier in der Decke. Höhle ein herrschaftlich anlesen wäre, würde sie hier wohl die Kette handeln, der eine Butler, um den Butler zu rufen. Also ich habe jetzt nicht vor, einen Butler zu rufen. Weil in so einer dunklen Höhle sind Butler im meisten Fall große, komische Rüstungen, die mir am liebsten aufs Maul hauen wollen. Ja, du bist ein Weicher, ich weiß. Komm, nimm dein Schwert und lass erst die Arbeit machen. Excalibur ruft.